Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem, ja, Kaffeeklatsch-Commentary-Weiber-Thema. Es soll nämlich um Klamotten gehen und ich bin überhaupt nicht alleine. An meiner Seite ist Tana von, Wir in den 30ern, ja. Und die Ivy ist auch da. Hi! Hallo! Hi. So. Und die Twitter-Verfolger werden das vielleicht mitgekriegt haben. Ne? Anstoß der ganzen Geschichte war, ich habe nach Klamotten geguckt und wie man unschwer am Profilbild erkennen kann, bin ich halt dick. Und wenn ich nach Klamotten gucke, jedes Mal kriege ich es Kotzen. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich nach Klamotten gucke, dann denke ich, entweder muss ich jetzt schnell 80 werden, ja, oder ich muss mich dran gewöhnen, mit Hotpants und bauchfrei rumzulaufen. Ja, ist klar. Und das bei unserer Figur, ne, da, ich glaube, da wird unser Spiegel springen, ganz ehrlich. Oder ich würde vor mir schreiend weglaufen. Ja, aber ist schon schwierig, oder? Also ich finde, es ist in Deutschland ganz, ganz schwer, Klamotten zu kriegen. Ja, klar. Es ist, ich fand früher, ich meine, als Teenager waren wir ja wahrscheinlich auch alle schon ein bisschen pummeliger. Aber da war es wesentlich einfacher, weil die Klamotten ein bisschen anders geschnitten wurden. Der Trend geht ja immer mehr zu Size Zero. Und da wurde das immer unförmiger, die Schnitte wurden schlecht, das Material war schlecht. H&M-Hosen habe ich mich tierisch geärgert. Wobei, ich habe heute noch eine Hose, die habe ich vor 15 Jahren gekauft. Oh, das ist die einzige, die noch ganz ist. Die scheuert auch nicht durch nichts. Ja. Also diese ganz alte, ne? Die Qualität war super, aber heute kannst du vergessen, oder Ivy? Ja, ich meine, es gibt ja in den Klamottenläden, gibt es ja jetzt eigentlich überall auch für, also ich sag mal, für Übergrößen, ne? Also das gibt's ja schon, das ist ja egal, ob du dazu Kick, C&A, H&M, NKD, Bonprix, gibt's ja, ne? Die haben alle Primark. Übergrößen. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Ivy, wolltest du mal? Ja, also bei Taco kannst du die Hosen nicht kaufen. Hat aber auch eine Verkäuferin zu mir gesagt, dass die einfach die Schnitte total bescheuert sind. Dass die selber nicht versteht, was die für Schnitte bauen. Weil Oberschenkel passt teilweise nicht rein und dann oben am Bund ist es 10 cm zu breit, wenn es mir dann endlich mal passt. Oder der Schritt fängt dann erst irgendwann Mitte Oberschenkel an. Ja. Wenn ich mir die Oberschenkel aufscheuere, finde ich das auch nicht gerade so prickelnd. Nee, das ist wahr. H&M passe ich irgendwie in gar nichts rein. Ja, du bist ja auch groß. Jetzt wieder. Wo bin ich groß? Also ich finde, du bist größer wie ich. Ja, okay. Groß bist du? 1,69. Die ist größer, weil ich bin 1,70 und die geht mir ein Stück höher. Ja, wenn du meinst. Meine ich, ja. Womit ich eigentlich immer wieder relativ gute Erfahrungen gemacht habe, ist bei Bonprix. Ja. Shigo und Happy Size. Wobei Shigo und Happy Size finde ich teuer. Ja. Ja, aber und dafür ist bei Bonprix ich habe auch schon oft was bei Bonprix mir kommen lassen. Tatsächlich ist das auch, das ist so, da musst auch so Glück Laden, haben. Da musste, ja, ich meine, da kannst du, muss ich grundsätzlich eine Nummer kleiner nehmen, weil die Sachen meist sehr groß ausfallen, was ja positiv ist, ja. Also lieber zu groß wie zu klein. Andererseits habe ich da auch oft schon so Shirts oder so gehabt, die waren nach einmal waschen so verformt, dass da war die Qualität dann einfach. Also da passte dann das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich nicht ganz. Nicht bei jeder Klamotte, aber bei manchen habe ich es da halt auch schon gehabt. Ja, gerade bei Kick und bei Bonprix habe ich das Gefühl, wenn du die Klamotten wäschst, dass sie total verzogen sind. Dann sind die an den Seiten irgendwie länger, in der Mitte sind die hochgezogen. Und ich meine, wir haben ja eh schon das Problem, dass die Sachen sich alle hochziehen, weil wir ja meist ja auch mal Holz vor den Hütten haben, wie man so schön sagt. Ja, das wird beim Charakter. Schneider nicht mit einberechnet. Nee, das ist es nämlich. Die berechnen dann einfach nur die Länge und die Breite, aber dass du nach vorne, ne, also hab ich ja schon mal, glaube ich, auch in unserer Diskussion erwähnt, dass meine Schultern sind ja nicht so breit. Und wenn du dann so ein Ding anhast, das sieht total unförmig aus. Nach vorne zieht sich's hoch, die Schultern hängen runter, weil du die nicht ausfüllst. Ne? Was glaubt mir aber, woran das liegt, dass das so schwierig ist, da Klamotten zu kriegen? Ich meine, das ist ja speziell, glaube ich, tatsächlich echt so in Deutschland ein Problem. Wahrscheinlich ist es auch in China und Japan und so ein Problem, weil es da nicht so viele übergewichtige Menschen gibt. Ne? Das trifft jetzt ja für Deutschland aber nicht wirklich zu. Andere Länder, keine Ahnung, England,
Die Niederlande, USA sowieso, ja. Also andere Länder kriegen das auch so, diese ganzen südamerikanischen Länder kriegen das ja hin. Also da gibt es Klamotten, da kannst du mit rumlaufen, da kannst du auch mit 30 oder 40 noch rumlaufen, ohne dass du denkst, du bist schon 80. Oder, ne, da passt es von der Länge, da passt es vom Schnitt, mhm. weil es da extra Kollektionen gibt. Das sind dann so curvy Ja, Ulla Pöckchen macht sowas, ne? glaube ich, aber da siehst du halt alt drin aus. Ja, ja, das ist es. Also und warum glaubt ihr, was glaubt ihr, woran liegt es, dass es sowas in Deutschland gibt, das nicht? Punkt. Die Einzige, die was macht, ist die Maite Kelly, so Bonprix halt. Und das ist halt nicht unbedingt so alltagstauglich alles. Ne? Da sind süße Sachen, ich mag die Sachen total, aber es ist nicht alles so, um da mit dem Hund über die Wiese zu toben, taugt es halt nicht. Aber woran liegt es, dass es das in Deutschland nicht gibt? Also zu Maite muss ich aber auch sagen, die hat aber auch abgenommen. Ne? Also die hat jetzt eine andere Figur wie vorher. Die war ja schon mal proper. Ja, aber die Klamotten gibt es ja trotzdem für, für auch große Größen. Ich weiß nicht, wohin das geht, aber ich denke, bis 56, 54, 56 gibt es das bestimmt. Ich bin nur immer skeptisch, wenn jemand selber 46, 48 als im Bild, Bilder kannst du ja eh nicht trauen. Nein, das kannst du nicht. Nee, aber, das ist schon klar. Aber woran liegt das, dass es das in Deutschland gar nicht gibt? Ich vermute einfach mal, weil dünne Menschen die Klamotten für dicke machen. Oder halt, halt Normaltypus macht Mode für zu groß, zu klein, zu dünn, ne? Also, aber glaubst du tatsächlich, dass also wenn sich jetzt eine schlanke Frau hinsetzt, natürlich, und was entwirft, ja, für dicke Menschen, meinst du, die macht sich da nicht in den Kopf? Ich habe so oft, echt, ich habe es mit meiner Tochter schon so oft gehabt, die ist ja nun wirklich viel, viel schlanker, ne? Aber wenn wir Klamotten kaufen, wir gehen oft zusammen shoppen und so, und die hat oft gesagt, weißt du, da sitzt irgendein Kerl, der nimmt eine Klamotte, die er sexy findet, macht die drei Nummern größer und dann kannst du dich da irgendwie rinbappen. Na, ich denke schon, dass sie sich Gedanken machen. Nur auch bei den Klamotten. Es gibt ja auch die Klamotten hier, je nachdem, Figur betont etc. Aber die, oft habe ich das Gefühl, es wird halt nicht bedacht, dass halt, weiß ich nicht, da ein bisschen Varianten noch gibt. Weil es gibt ja wirklich die Möglichkeit, du hast halt dicke Oberschenkel, dein Po ist dann nicht so groß. Und dann hast du halt einen Bauch und das sind mehrere Komponenten, die in diesen Klamotten, finde ich, viel zu wenig berücksichtigt werden. Ja, das weißt hast du aber bei halt den Schlanken auch. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, das hast du ja auch bei schlanken Menschen. Ne? Also das ist ja, wenn du manchmal das siehst, hier, also ich finde, die Jugend heutzutage ist extrem schlank. Ne? Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich extrem unschlank bin. Ne? Aber nee, ich finde, die Jugend ist extrem schlank. Und hier läuft immer so ein junges Mädel rum mit Röhre. Ne? Und da denke ich immer, ja, nee, die ist aber mal ein bisschen weit. Das heißt also ja auch sehr, sehr schlanke Menschen haben ja das Problem. Die kriegen ja nicht mal eine Röhre zu kaufen. Ist auch blöd, oder? Ja, das ist auch blöd. Aber hier mit diesen von heute, ne? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass so extrem viele Dürre an zum Beispiel an meiner Schule waren. Da war damals Normalgewicht, hast du mehr gesehen. Klar hast du dazwischen immer mal Einzelne, ne? Du hast aber auch die, genauso die dicken Leute hast du auch überall dazwischen gehabt, auch die extrem dicken. Wir hatten einen, der war wirklich extrem dick und sehr groß dabei. Und, aber heute das, nee, also ich würde meinem Kind echt auf die Finger hauen, wenn das so hungern würde, ne? Ganz ja, ehrlich, ich meine, das aber gibt ja nun auch schlanke Menschen, die, also ich habe eine Freundin gehabt, die hat wirklich, die konnte essen, die hat wirklich, ne? Hashtag Vielfraß, ohne Ende. Ja, die hat einfach nicht zugenommen. Weißt, also die hat wirklich, die konnte essen und essen und essen und essen und die hat nicht zugenommen. Meine Mama gehörte auch zu den Glücklichen, weißt, die konnte auch rund um sich zu schlichten. Die hat einfach kein Gramm Speck auf den Rippen gehabt. Nach vier Kindern war die noch so eine Bohnenstange, ne? Mhm. Die hat dann halt andere Probleme gehabt. Die hat dann gesagt, ja, da gibt's nicht mal irgendwie ein schönes Dessous, wo ich keinen Riesenbusen brauche, weil die halt nur zwei Knöpfe hatte. Ne? Weißt du, also ich glaube, egal welche Figur du hast, ist halt irgendwie schwierig und es gibt kaum irgendwie Läden oder Geschäfte, wo ich sage, die gehen da irgendwie drauf ein. Das gibt's irgendwie nicht. Nee, gibt's auch, glaube ich, nicht. Also die halten sich alle an irgend so ein Muster. Ne? Der eine variiert da ein bisschen, der andere variiert da ein bisschen, aber so richtig damit auseinandersetzen. Was ist denn heutzutage Norm? Also die nehmen ja so eine Klamotten, wahrscheinlich machen das für den
Durchschnittsmenschen. Ne? Dafür genau. wird es ja im Normalfall gemacht. Wo liegt denn der Durchschnitt? Ich bin echt wieder bestens vorbereitet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da jetzt aber auch nicht geguckt. Vor ein paar Jahren gab es mal so einen Aufruf, dass man sich vermessen lassen soll. Oder die haben es in verschiedenen Städten gemacht, nur natürlich mal wieder nicht in meiner Nähe. Da haben sie praktisch die Leute neu vermessen und die haben da auch, eigentlich wollten die auch eben dicke, dünne, große, kleine, normal und so weiter, wollten die eigentlich alles haben, dass sie einfach diese Klamottenschnitte besser ja. anpassen können. Weil ich sehe es an meiner Kleinen, die ist auch ein bisschen ja. mehr. Wenn ich jetzt im Lidl zum Beispiel Hosen kaufen will, habe ich keine Chance. Im Aldi habe ich keine Chance, obwohl die im Lidl sogar noch ein bisschen breiter sind wie im Aldi. Ich muss dann mit Sobopri diese großen Größen oder bei C&A die großen Größen kaufen. Anders geht das nicht. Ne. Meine ja, Mutter ist halt so schade, ne? Gerade wenn du jetzt sagst, das ist deine Kleine, wie alt ist die? 5. 5, weißt du, ich meine, das ist dann schon... Weißt du, ich meine, wie ist denn, wenn sie dann 13, 14, 15 ist, ja? Nee. Wenn sich das halt nicht so verwächst. Weißt du, kannst doch mit 15 nicht die Klamotten anziehen, die es so teilweise gibt. Ich meine, bei H&M gibt es tolle Klamotten, ne? Also finde ich, da gibt es schon echt süße Sachen, auch in Übergrößen. Da habe ich mir jetzt ja auch die 2 Kleider geholt. Das eine ist halt mehr ein Oberteil, weil das arg kurz ist. Aber mhm. das schwarze Kleid, das ist echt, das ist süß und das kannst du auch anziehen, wenn du jung bist. Aber die Auswahl ist schon sehr, sehr begrenzt. Das ist doch blöd, das ist doch ja. gemein. Du, ich meine, das war bei mir früher auch nicht anders. Ja, ich war mal schlank. Mittlerweile, ja. Ich war noch nie schlank, also bei mir war das früher auch immer schon ein Problem. Oder wenn ich teilweise gucke, dass ich, keine Ahnung, die haben ja teilweise die Kinderklamotten ja aufgeteilt, ab 128 spätestens teilt sich das dann in so Teenies mehr oder weniger schon, ja. die kleinen, dünnen und die größeren kleinen Kinder. Aber ich kann ja noch keine Teenie-Klamotten anziehen. Nee. Ja, ja, weil es teilweise schon mit ein bisschen Ausschnitt oder so. Mein Gott, die ist 5. Ja, nee, das ja? geht nicht. Mhm. Und da hast du dann teilweise ab 128 hast du da wirklich Probleme. Obwohl ich eigentlich auch immer wieder sehe, ach, bei 128 steht drauf 6 bis 7 Jahre. Ja, aber trotzdem. Oder 7 bis 8. Ja? Kannst dein Kind also, doch nicht anziehen wie ein Teenager. Das ist nee, kein natürlich Wunder, nicht. Dass dann die, ja nicht, ja. dass die heute alle früh, die sind ja heute eh schon alle früher reif. Ja, eben. Und ja, ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an, wo man wohnt. Hier so auf dem Dorf ist es nicht so gewesen, tatsächlich. Ja, Gott sei ja. Dank, ja. Also ich sehe das ja an meinem Ex, dessen Tochter wird 15 dieses Jahr. Die ist schon größer wie ich. Lange blonde Haare, ne? Sportlich, gut gebaut. Ne? Und der möchte ja am liebsten einkerkern. Ja. Ja. Ne? Ich habe mit 14 auch meinen ersten Freund, also... Ja, aber du weißt ja, wie das ist als Pater, ne? Ja, so als, ja klar, natürlich, ja. Du wirst das noch erleben, Ivi. Schauen wir mal. Und, ja, mal gucken. Mal gucken, ob sie nach dir kommt. Ja, also so mit den Klamotten auf alle Fälle, finde ich, ist schon teilweise irgendwie ein bisschen, weißt du, weil ich sehe auch nicht ein, mich der Norm irgendwie anzupassen. Nee. Weil bin ich nicht, ja, und nur weil ich, das ist auch sowas, was mich, oh, da war ich bei C&A neulich, da habe ich mich maßlos geärgert. Weil ich wollte ja Klamotten holen, ne? Was soll ich sonst bei C&A? Ja. Und geh da, weißt du, stapf da durch in die Übergrößenabteilung, die sowieso ganz am anderen Ende des Ladens ist. Das ist, damit man dann schon mal abnimmt, bis man da ist. Ja, genau. Und das ist wirklich so, ey. Und dann gibt's da nur Klamotten in Schwarz oder in Weiß. Oder vielleicht noch Grau mit ganz viel Glück. Dann denke ich immer... Da gab es da gar nicht, hab nichts, und dann stehe ich da und denke, ich möchte aber ja nicht nur, ich, weißt du, ich bin einfach ein bunter, fröhlicher Mensch, ne? Ich habe jetzt auch ein knallblaues an, Oberteil an, weißt, oder ich habe lilane und pinke und Fliederfarben und ich sage ja so grau, blau, alles, also ich mag einfach alle möglichen Farben gerne haben und das gibt es für dicke Menschen auch total schwierig und dann stehe ich manchmal da und denke, ja Leute, weißt du, schwarz macht schlank. Das mag ja sein, aber bei ab einer gewissen Größe ist eh nichts mehr schlank zu machen. Und diese ja. Größe habe ich schlicht und ergreifend überschritten. Ja, und man soll ja auch nicht nur schwarz tragen. Was mehr viel schlanker macht, ist, wenn du eine dunkle Hose anhast, es muss aber nicht schwarz sein, und ein helleres Oberteil. Das kaschiert schon, auch schon. Es muss aber nicht schwarz sein, es kann aber auch bunte Farben sein und das eine ist halt heller, sodass du halt auf dein Gesicht lenkst. Ne? Natürlich nicht unbedingt Neon. Ich finde Neon ganz, ganz schrecklich. Ja. Als Kleidungsstück. Und ich wollte noch eben sagen, wegen Kindern. Ne? Ich hatte Gott sei Dank eine Oma, die viel und gerne genäht hat. Und meine ersten Hosen waren alles Kortschlaghosen.
Weißt du, was der Stoff mittlerweile kostet? Ich weiß. Und meine erste Jeanshose hat meine Oma mir passend auf den Leib geschneidert. Ja. Und so bin ich an meiner... War natürlich eine Schwule, ein Außenseiter, weil kein Marken, ne? Aber das war mir so egal. Dafür hatte ich Klamotten, die passten. Und ja, ich hatte immer Nachschub. Ja. Aber Gott, ich habe alte Kinderbilder gesehen. Ey, Schlaghosen. Ich sah aus wie aus den 70ern hier so. Hier... Die Serie dann, wie sie alle rumlaufen, ne? Ja, ja. Solche Bilder gibt's doch hier. Ja gut, aber das hat man halt früher so getragen. Aber heutzutage, also das zum einen ist ein Stoff zu kaufen im Vergleich zu Klamotten zu kaufen. Also weißt du, das rechnet sich nicht mehr auf. Nee, zum anderen kann auch heutzutage kaum noch jemand nähen. Das kommt noch dazu. Und dann kommt noch als drittes hinzu, weil die meisten Leute sind berufstätig, ob mit Kind oder ohne Kind, ist dabei vollkommen egal, weißt du? Mhm. Und dann hast du hast keine Lust, 8 Stunden arbeiten zu gehen, dein Kind mit deinem Kind hinzusetzen, Hausaufgaben zu machen, Essen zu kochen, am besten frisch und weiß ich was. Und dann setzt du dich abends noch hin und nähst für dein Kind Klamotten. Bitte nein. Nee, also ich würde nicht mal für mich selber irgendwelche Klamotten nehmen, mal ganz davon ab, dass ich es nicht kann. Also ich kann Sachen umnähen dann vielleicht, ne? Das mache ich schon. Aber ansonsten, nee, also bitte. Ich erwarte einfach, dass die Industrie sich ein bisschen den Menschen anpasst. Überall wird immer gesagt, ja, und die Deutschen werden immer dicker oder, ja. Aber an den Klamotten merkt man davon einfach echt. Es reagiert keiner drauf, ne? Ja. Na, also meine Mutter hier ist ja auch ziemlich klein, 1,58 und hat auch dementsprechend, ich glaube, Kleidergröße 46. Das teilt sich ja, wenn du kleiner bist, anders auf. Ne? Ja, das ist ja so, als wenn wir jetzt, ne? Ja. Die geht bei der Real-Eigenmarke, hat die. Die haben nämlich kurz, normal und lang. Ja. Und sie ist furchtbar glücklich, dass die endlich Hosen gefunden hat, die sie nicht umnähen. Obwohl, manchmal muss es trotzdem noch machen, weil sie ein Stück zu lang sind. Aber diese Eigenmarke von Real, da ist die super glücklich mit den Hosen zum Beispiel. Da hat die echt Glück gehabt, sagt sie. Die hat nämlich auch ewig gesucht, die hat auch alle Läden durch, weil nach der Schwangerschaft ist es irgendwie nach der zweiten, nicht nach der ersten, nach der zweiten ist es nämlich immer weggegangen. Meine Schwester ist schuld. Und die hat ewig und 3 Tage, die hat alles durch, H&M, Bonprix, die findet auch, weil meine Mutter ist ja auch noch nicht so alt, ne? Die ist ja auch erst Anfang 50, Mitte 50 und die will sich natürlich auch noch nicht kleiden wie so eine alte Frau. Also sie hat echt Schwierigkeiten, ne, was zu finden, weil sie ja auch Holz, ne, wo wir beim Thema werden und da versuch mal auf 1,58 Meter was zu finden, was dann auch noch schick aussieht. Ja, also ich sage ja, es ist wirklich schwierig und sind ja nicht nur Hosen und Oberteile, weißt du, das fängt ja bei BHs an. Ich habe ja neulich so gelacht, hatte ich eine Werbung in der Hand vom NKD. Die haben ja auch da ihre Übergrößenabteilung und so hin und wieder kriegst du da ganz nette Sachen. Habe ich gestern erst mir geholt, ein T-Shirt für 2 Euro und die passen auch alles wunderbar. Ne? Und da war dann Unterwäsche für Übergrößen und das ging bis 100D. Ja. Dann habe ich gedacht, wenn D Übergröße ist, also 100, ne? Aber Körbchen D ist einfach, ich weiß nicht, mir passt das nicht. Ne? Ich versink da drin. Das sitzt auch nicht, weil ich einen anderen, einen kleineren Umfang habe, aber ein größeres Körbchen brauche. Und ich muss auch ehrlich sagen, die meiste Unterwäsche, die es in unserer Größe gibt, das ist Unterwäsche, die ziehen wir an zum Ausziehen, aber dauerhaft tragen kannst du die meistens nicht. Weil dann gehen die kaputt. Da habe ich tatsächlich bei Bonprix. Da hole ich gerne, und weil das taugt was. Das ist bequem, das drückt nicht, das zieht nicht, das hält, das passt für mich. Da habe ich Pech. Ich habe eher Glück mit Kick. Da hole ich die BHs. Gerade Sport. Ich hole meine BHs beim Aldi, die Baumwolldinger. Ja, da kriege ich ja nichts in meiner Größe. Nee, ich habe halt nur C, ja. Ja, sei froh, sei froh. Wobei, ich möchte nichts abgeben, ne, weil die sitzen so, wie sie sollen. Ne? Und ich bin da eigentlich ganz glücklich mit und ich mag die auch. Also ich Gott sei Dank, wenn ich schlanker werde, verliere ich die nicht unbedingt. Ich habe damals mit 70, sei froh. Mit 70 Kilo hatte ich auch schon D und ich finde das eigentlich ganz gut. Das macht natürlich oben breit, ne? Ganz klar. Meine Schwester immer schon, wenn du nicht so viel Holz für die Hütte hättest, wärst du oben schmaler. Ich so, scheiß drauf, dafür habe ich aber was zu zeigen, wofür andere Schweine Geld ausgeben.
Ja, ich meine, man kann ja sowieso nicht, also ich gerade für sowas kann man ja nicht, das ist wie mit Körpergröße, ne? Wenn du irgendwie Ja. nur 1,50 groß bist, was willst du denn machen? Dann ist es so, dann musst du leider Gottes in der Kinderabteilung deine Klamotten kaufen, traurig, aber wahr, ne? Also das ist ja, weil du kannst ja, das kannst du nicht ändern. Am Gewicht könnte man, je nachdem natürlich, ob es irgendwie krankheitsbedingt ist oder nicht, ne? Das spielt ja auch immer noch eine Rolle. Da könnte man dann vielleicht noch was machen, aber ich sage ja, sich so der Norm anzupassen, nur damit man in Klamotten passt, finde ich halt nicht richtig. Glaubt ihr, dass das für Männer irgendwie das gleiche Problem ist? Also hat ein dicker Mann oder ein ganz schlanker Mann oder ein ganz kleiner Mann oder ein ganz großer Mann dieselben Probleme wie eine Frau? Ja, Glaube, bei haben denen ist wir. sogar noch schlimmer. Ja, ich hatte mal einen Freund, jemanden im Freundeskreis, der hat wirklich in der Kinderabteilung eingekauft, weil der klein und sehr schlank war. Ne? Das ging nicht anders. Der hat in die normalen Klamotten einfach nicht reingepasst. Also Und es muss es für Männer ja auch bescheuert, oder? das Also ist ist, ja auch glaube ich, für die sehr blöd. peinlich, sehr, sehr unangenehm, wenn du weißt, du bist eigentlich ein Erwachsener und ziehst jetzt eine Kinderhose an. Ja, Also vor ich allen Dingen kann. ist es auch, also ich könnte mich nicht, also ich weiß, dass C und A eine Übergrößenabteilung für Männer hat. Das weiß ich. Da gab es nämlich mal Werbung. Also das weiß ich, dass die Ja, das haben. Kick Ich und weiß das Real aus, auch. ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob das die anderen Läden haben. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, bei Kick gibt es eine, bei Real. Bei den anderen habe ich jetzt noch nicht wirklich welche So gesehen. Wie als Mann du? hat man es dann noch so richtig blöd, oder? Also eine Bekannte von mir, da bei uns gibt es ja immer wieder drei oder viermal im Jahr Krämermarkt, die muss für ihren Mann auf dem Markt Hemden kaufen. Der hat so einen langen Oberkörper. Ja. Noch dazu ist er 2 Meter groß. Er braucht diese extra langen Hemden, die man nur auf dem Markt kriegt, weil sonst hat er Bauch frei. Ah, das ist doch blöd, weißt? Es Das ist ist doch so. echt doof. Wir wohnen halt hier mitten in der Pampa, mitten im Nichts, mehr oder weniger. Ja. Zur nächsten größeren Stadt sind es schon mal ja, so 60, 100 Kilometer, je nachdem, in welche Richtung du fährst. Ja. Ja, und dann immer halt so weit wegfahren. Und ja, Internet sind die halt auch nicht so. Und ja, ne? Ja. Da bist ja Ah. einfach. Ich wohne ja direkt an einer größeren Stadt dran. Ich bin so gesagt quasi der Vorort. Ja. Ja, weil, also Aber das ist schon, ja, das ist natürlich schon echt, echt blöd, ja, muss man obwohl schon ich habe sagen. hier letztes Mal 1,5 Stunden nach Schuhen geguckt und ich bin nicht Hast auch bereit für nichts Schuhe gefunden. 200 € auszugeben. Also war das auch wieder ein Ach, die zwei Stunden. Schuhmode dieses Jahr ist auch für den Arsch. Ich brauchte Also sei mir mal, Turnschuhe. ein, ach, Turnschuh, naja, gut, okay, das geht dann noch, aber wenn ich so Schuhe gucke, also alles, ich war jetzt, vor ein paar Tagen war ich in der Stadt und dann waren wir Schuhe gucken. Und ich habe wirklich, ich kaufe gerne viele Schuhe, ich bin da echt flexibel, aber das war alles so, dass ich gedacht, ach nö, weiß, dieses Jahr, die Sommerschuhe finde ich alle blöd. Oh, ich habe ja auch so Schuhe und Umhängetaschen. Und ich hatte ja so viele Turnschuhe, aber wo ich so viel gearbeitet habe, war mein Tier so viel alleine und der hat sich dann ein paar nach dem nächsten vorgenommen. Und ich habe die dann beim letzten Umzug, weil die kannst du zwar waschen, aber irgendwie hast du das Gefühl, die riechen immer noch. Ja. Weil ich hatte die halt schön im Flur, weil ich ja keinen Schrank mehr, da passt ja kein Schrank mehr. Und dann habe ich jetzt mein, ich bin jetzt wieder bei 4 Paar. Also ich habe jetzt Schuhe wie ein Mann zu Hause im Moment. Das Ja, geht gar okay. nicht. Da ist auch ein paar Stiefel mit Absatz. Ein paar. Das Gute, bei meiner Mutter im Einkaufszentrum um die Ecke, da ist so ein Sale-Laden für Schuhe. Und die haben Einzelstücke, Reststücke, aber dann auch Marken, ne? Ja. Das ist manchmal ganz gut, nur halt, ich habe Größe 40. Ja, Das das ist ist auch eine. sowas, wenn man da nicht der Norm entspricht, hat man es, glaube ich, schwer bei Schuhen. Oder Vergiss es, wenn du welche Schuhe Größe hast du, Ivi? 39, wenn du da einen Tag zu spät dran bist, hast du auch keine Ja. Auswahl mehr. Ach ja, 39 finde ich, habe ich auch, finde ich, geht aber. Also da kriege ich In eigentlich. meiner Ausbildung in der Schwesternschule hatte eine 42. Ja, die kriegt nichts, Das ja. Chris, kannst du Oder vergessen, ich glaube. ja. Und dann versuch mal mit solchen Füßen, die hat immer gerne so Stiletto irgendwas, oder halt Sandalen oder hier Ja. irgendwelche Absatzschuhe. Das sieht ich finde, wenn eine Frau so große Füße hat, sieht das manchmal echt schlimm aus.
Ja, Ne? wobei das da auch echt immer an der Form liegt, oder? Also da bist du wieder beim Thema. Da werden dann Schuhe, die für an Füßengröße Nummer 36 total süß aussehen. Ach, und dann denken sich die Hersteller, ach Mensch, die Schuhe sind schön, die machen wir doch gleich mal in 42. Dann zieht die eine Frau mit 42, Schuhgröße 42 an, guckt ins Spiegel und denkt, Gott, sieht das scheiße aus. Ja gut, aber große Schuhe kriegst du, also gerade so Stilettos und so kriegst du mittlerweile richtig gut, weil die nämlich jetzt immer mehr für Crossdresser und so weiter gemacht Ach werden, also so, für ja. Männer. Die kosten dann vielleicht 10 Euro mehr wie die normalen. Ja, da kriegst du dann halt so ein Pärchen. Ja, Heels kriegst du halt für 60 oder 70 Ja, Euro, naja. aber ich meine, zahlst du eigentlich für gute eigentlich auch fast so. Ja. Ja, aber bei Dann offenen geht das. Schuhen, wo Ja, in so viel die Sandalen Frau. und so haben die natürlich jetzt nicht wirklich, aber wenn du jetzt dann wirklich mal schöne Heels willst oder sowas, dann ja, Bei geht man Stilettos halt. finde ich das. Also wenn die, das sind doch die offenen, ne? Nicht die, das sind dann keine, diese Sandalen mit Absatz, ne? Oder wie heißen die? Ja. Ja, auf jeden Fall weil Ja. oft kaufen Frauen die ja auch zu klein und dann rutschen die Zehen vorne raus und ich finde das alles nicht so. Und viele haben ja auch nicht die Füße dafür, muss ich ja echt sagen, wenn man so im Sommer manchmal guckt, da denke ich mir auch, ja, Ja, hättest du zu lieber wäre besser, zu. ne? Zu Ja. würden ja jetzt besser aussehen. Aber bei den Schuhen sind die da definitiv weiter wie bei den Ja, Anziehsachen. natürlich. Aber vielleicht kommt es mit den Anziehsachen ja auch noch. Wir können ja mal noch Hoffnung haben. Ich bin mal gespannt, wohin sich das Ganze dann so in den nächsten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren entwickelt Ja. mit den Bei Schuhen gibt Klamotten. es auch noch Nachbesserungsbedarf. Ich habe relativ breite Füße und dann auch noch einen hohen Spann und ich kriege eigentlich auch fast nichts. Also gerade zu so Sandalen oder so kriege ich meistens den Klettverschluss nicht zu. Ach, Habe einen Platt- Blöde. und einen Hohlfuß. Das ist noch viel Ja, auch noch schöner. schön. Ja. Also da gibt es auch noch sehr viel Nachholbedarf. Ja, auf jeden Ne, Fall. also das ist auch mal sehr schwierig, wenn du da Turnschuhe gerade. Ich trage ja so gerne von Adidas so die Sneakers und die sind dann vorne bei dem breiten Fuß, hast du dann oft, ne? Das Problem, dass die drücken oder du musst die halt einlaufen. Ja. Oh, Martens fallen mir da ein. Oh Gott, ich hab mal welche bis zum Knie. Das ist eine Hölle, die einzulaufen. Das muss jeder, muss, nee, muss nicht jeder erlebt haben. Weil die sind, weil die sind ja echt steif und die sind ja hart und Ja. du. Ich habe die dann hinterher, die ersten, wo die dann kaputt gingen langsam, habe ich ja zum Reiten angezogen, weil die immer so schön über die Reithose passten. Aber bis zum Knie so lange. Oh, ein Drama, weil du musst das ganze Ding ja weich machen, ne? Ja, klar, natürlich, ja. Boah, das ist wie mit einer Jeanshose, wo du dich ins Wasser setzt, damit die sich. Ja, ja, Diese ja. alten Tricks von früher. Du musst das so Ja. und so machen. Oh nee, ich habe schon gelitten für meine Klamotten, das Ja, glaubt also ihr ich bin nicht. auch, wie gesagt, ich bin auf alle Fälle mal gespannt, wohin das so in den nächsten Jahren dann Ja. geht, ne? Und wahrscheinlich gibt es total tolle Klamotten, wenn wir dann alle im Altenheim sitzen. Da gibt's Super. das dann, ne? Ja, dann kann uns die Pflegekraft. Ich habe schon gesagt, ich werde der absolut bissigste Patient oder. Ich werde bestimmt kein lieber Kunde sein, so wie ich malträtiert wurde die letzten Jahre. Na, ich bin auf alle Fälle mal gespannt, was jetzt so die Zuschauer zu sagen haben. Ihr könnt Ja. ja vielleicht auch mal berichten, wenn ihr außerhalb der Norm seid, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu große Füße, zu kleine Füße. Vielleicht auch einfach nur einen extravaganten Klamottengeschmack, ja. Vielleicht Ja. wollt ihr irgendwas ganz Spezielles und findet das nicht, ja. Also es gibt ja so viele Sachen. Würde mich interessieren, vielleicht einfach unten Call to Action in die Kommentare, auf dass wir friedlich, fröhlich diskutieren können, weil ich würde Genau. mich dann jetzt an dieser Stelle tatsächlich verabschieden. Wir haben nämlich eine knappe halbe Stunde rum jetzt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Siehst du, das Und geht so schnell beim Diskutieren. und ja, dann freue ich mich, dass wir jetzt hier zur dritten Runde quatschen konnten Ich habe mich und noch würde nie sagen, gehört. wir hören, lesen uns an dieser oder anderer Stelle wieder. Jawohl. Wir danken. Ciao. Ciao. Tschüss.